Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Was ist eigentlich Islamhetze? Um ganz ehrlich zu sein, eine Bewegung, eine Agitation von Menschen, die eine Religion kritisieren, die sie gar nicht kennen. Und die den Koran kritisieren, den sie gar nicht kennen. Das sind Menschen, die halten Plakate hoch und wissen eigentlich gar nicht, was sie da hochhalten. Schauen wir uns mal dieses Foto etwas genauer an. Und dann versuchen wir mal etwas, unseren Verstand anzustrengen. Was sehen wir denn auf dem Plakat? Auf dem Plakat sehen wir eine Moschee, ein islamisches Gebetshaus, und dieses ist durchgestrichen. Und dann sehen wir ein Schild, und da steht natürlich in der Mitte Dschihad. Würde man das Wort Dschihad übersetzen, dann heißt das Anstrengung. Also, um diese Szene zu übersetzen, sehen wir eine Moschee, die durchgestrichen ist, und jemanden, der ein Schild in die Kamera hält mit dem Wort Anstrengung oder Überwindung. Menschen, die keine Ahnung haben über den Islam, protestieren gegen den Islam, weil sie den Islam von Menschen erfahren haben, die auch keine Ahnung haben über den Islam. Das ist eine Kettenreaktion von den Unwissenden, der die Unwissenden über etwas lehrt, wovon er selbst keine Ahnung hat. Und dann nehmen die Unwissenden, die von ihren unwissenden Vorbildern oder Quellen die Informationen haben, diese Informationen des Unwissens auf, um dagegen zu protestieren. Eigentlich ist die komplette Islamhetze nichts anderes als das Resultat, den Islam nicht zu kennen und gegen irgendetwas zu protestieren, wo man meint, dass dieses Islam sei. Nun ist der Islam kein Warenbegriff oder ein Warenzeichen. Sonst müsste man rechtlich vielen Menschen untersagen, diesen Begriff zweckzuentfremden und für Zwecke zu missbrauchen, die mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben. Ich muss immer lachen, wenn Nichtmuslime kommen und sagen, der Koran ist gewalttätig. Muss ich immer lachen. Und zwar lautstark lachen. Weil ich mich frage, mit welcher Argumentation diese Menschen vorgehen, um zu sagen, der Islam oder der Koran sei gewalttätig. Wenn man sich die hiesige Verfassung ansieht, dann gibt es auch ein Kriegsrecht. Es gibt ein Gesetz, das steht unter Kriegsrecht. Und wenn man sich das Kriegsrecht dort die Gesetze durchliest, kann man ja auch nicht sagen, schau, das Kriegsrecht ist ja so etwas von brutal, damit ist die ganze Verfassung hinfällig. Diese Menschen haben keine Ahnung. Sie protestieren gegen etwas, wo sie überhaupt nicht wissen, gegen was sie eigentlich protestieren. Aber eine durchgestrichene Moschee hat dann auf jeden Fall schon mal die Symbolwirkung, um einfach mal zu sagen, dagegen. Es gibt eine minimale, kleine Bewegung, wie in allen Weltreligionen, von radikalen Kräften, die versuchen, die Religion zweckzuentfremden für politische Zielsetzungen und politische Interessen. Aber die Religion des Islam ist eine Religion der Toleranz, ist eine Religion des Miteinanders. Entgegen der Tora und den Begleitbüchern, um es mal so auszudrücken, wo der Jude als der Bessermensch dargestellt wird und die Nichtjuden als minderwertig. Und auch selbst im Evangelium, obwohl dies einen anderen religiösen Kontext hat, Jesus der Nichtjüdin sagt, der Samaritanerin, dass er ihr nicht helfen will und dass er das Brot nicht vor die Hunde werfen will. Dies hat einen anderen religiösen Kontext. Aber wenn man so oberflächlich dran gehen würde, so wäre dies nichts anderes als eine Form des Rassismus, einer Erniedrigung und einer
tiefgreifenden Diskriminierung, die Jesus dort gegenüber der Samaritanerin anwenden würde, wenn man religiöses Verständnis hier komplett ausblendet. Und genau das geschieht im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der Religion des Islam. Die wenigsten wissen, weil sie den Koran nie gelesen haben, dass im Koran steht, dass die Gläubigen, die Juden, die Christen und die Sabäer, wer auch immer an Gott und den jüngsten Tag glaubt, nicht zu befürchten hat. Und dass im Koran steht, dass es Gottes Wille ist, dass es verschiedene Religionen gibt. Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er sie alle zu einer Gemeinschaft geformt. Aber dass es diese Pluralität gewollt ist und dass es einem Muslim verboten ist, mit Zwang den Islam zu verbreiten. Kein Zwang im Glauben. Alles dieses kennen diese Menschen nicht. Sie haben eine durchgestrichene Moschee und sie haben eine Klischeevorstellung, aber die wahre Botschaft des Islam ist ihnen nicht bekannt. Diese Menschen können kein Arabisch und haben kein fundiertes Wissen. Interessant jedoch wird es, wenn sie versuchen, Argumente zu rekrutieren aus den islamischen Quellen. Das heißt, aus den Hadith zum Beispiel. Wenn sie dort entnehmen, dass die Frau des Propheten Muhammad a.s. zu der Zeit vor über 1400 Jahren relativ jung war, dann entnehmen sie das und glauben dies und sagen, siehe, er hatte eine junge Frau. Das natürlich auch hier im Mittelalter noch vor einigen Generationen man sehr jung geheiratet hat, prangert man ja auch nicht an und sagt, das waren eben die Zeiten waren so. Und die Zeiten ändern sich und die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen und Konditionen, alles ändert sich. Aber das nimmt man nicht so. Da glaubt man plötzlich den islamischen Quellen und den Hadith. In denselben Quellen steht dann aber auch drin, was der Prophet Muhammad a.s. Großartiges, menschlich Unvorstellbares geleistet hat. Daran aber glauben sie nicht. Also picken sie sich aus den Quellen das raus, wo sie meinen, dass es reicht, den Propheten Muhammad a.s. zu verunglimpfen und damit die ganze Religion abzulehnen und das Schild mit der durchgestrichenen Moschee hochzuhalten. Aber eine Vorstellung von der Religion und von den Inhalten der Religion haben sie nicht. Und wenn es sich um Christen dabei handelt, die den Islam kritisieren, so kritisieren sie ihre eigene Religion. Denn die Inhalte unserer Religion sind mit der Botschaft von Jesus, von Isa a.s. identisch. So ist es auch so, dass Isa a.s. Jesus im Evangelium nachlesbar sagt, der nach mir wird die ganze Welt in die ganze Wahrheit leiten. Er wird es von den Meinen nehmen, sagt Jesus. Er wird es von den Meinen nehmen und euch verkünden. Und genauso ist es eingetroffen. Feste, klare Redewendungen von Jesus finden sich im Koran wieder. Er wird es von den Meinen nehmen und euch verkünden. Und was hält man dem Propheten Muhammad a.s. vor? Er habe aus den Büchern, aus der Bibel und aus dem Evangelium abgeschrieben. Dabei prophezeit ihnen Jesus, dass dieses genau das Identifizierungsmerkmal ist, seine Nachfolger zu erkennen, dass er es von der Botschaft Jesu nehmen wird. Sagt aber dann auch Jesus, ich habe es von Gott. Deswegen sagte ich euch, er wird es von dem Meinen nehmen, denn das, was ich habe, nämlich die Botschaft, ist das, was ich von Gott habe. Somit erklärt er, dass sein Nachfolger es von Gott nehmen wird. Es also nicht um eine blanke Kopie handelt, sondern von derselben Quelle dieserjenige dann verkünden wird, nämlich von Gott. Er wird von Gott gesandt. Und das ist der Prophet Muhammad a.s. Und wenn Sie dann die Bilder von der Jungfrau Maria sehen, da sehen Sie eine Frau mit einem Kopftuch. Aber das wollen Sie nicht sehen. Sie wollen es nicht sehen. Und dabei ist es die Ikone einer Weltreligion. Und in all ihren Kirchen bilden sie die Jungfrau Maria mit einem Kopftuch ab. Es gibt nicht eine einzige Abbildung oder ein Bildnis oder eine Darstellung der Jungfrau Maria ohne Kopftuch. Es ist Bestandteil ihrer Religion und es ist auch Fakt, dass die Jungfrau Maria Vorbild war
für die frommen Christen, dass sie diesen Weg verlassen haben und dass sie diese Frömmigkeit verlassen haben, heißt doch nicht, dass sich die Inhalte der Religion verändert haben. Die Inhalte der Religion, wie Jesus sagte, die Worte Gottes werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Gottes werden nicht vergehen. Die Menschen haben sich, die Christen, von den Worten ihrer eigenen Schriften gelöst. Die Worte stehen aber immer noch da. Und es ist nicht so, dass Jesus dies nur als ein Gleichnis oder als eine Metapher meinte. Er sagte sehr deutlich, dass man seine Blicke wahren soll, wenn das rechte Auge euch zur Sünde verleitet. Und damit meint er den Blick, den man einer Frau nachwirft. Dann soll man sich das Auge lieber rausreißen. Es ist besser, man geht einäugig in das Himmelreich, als mit dem ganzen Leib in die Hölle. Und dabei spricht er nur von dem Blick, der dazu führen kann, zur Verführung, zur Untreue, zur Sina, zur Unzucht. Die Botschaft ist ein und dieselbe. Nur die Menschen haben sich davon abgewandelt. Das heißt, sie halten Schilder hoch und sagen, sie wollen christliche Werte verteidigen. Dabei treten sie diese mit Füßen, wenn sie gegen den Islam agitieren, nur sie wissen es nicht. Also, wenn es Menschen sind, Atheisten, die hochhalten, eine Moschee durchgestrichen, dann ist es klar, weil sie nicht an Gott glauben, aber das sind eben Gottlose. Und dann sind die Beweggründe andere. Und dann muss man wiederum auch diese Gesellschaft anprangern, was Religionsfreiheit angeht. Aber wenn es Christen sind, so schaffen sie sich selber ab und merken es nicht. Denn schon längst haben sie ihre Religion verlassen, nicht nur durch die leeren Kirchen, sondern auch ihre Bücher haben sie verlassen. Sie sagen, man muss nicht an die Schrift glauben. Man muss an die Person, an das Ereignis Jesu glauben. So gibt es einen theologischen Jesus und einen historischen Jesus. Und selbst die Theologen sagen eindeutig, dass der historische Jesus, der tatsächlich gelebt hat, der theologische Jesus, zwei völlig unterschiedliche Charaktere, zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Ja, wobei man sagen muss, der theologische Jesus ist der fiktive Jesus, der erfundene Jesus, denn der historische, wie er tatsächlich gelebt hat, wie man sagt, der jüdische Rabbiner, der Rabbi, der hat nun wirklich nichts mit dem theologischen Jesus, den man geformt hat, zu tun. Und in der Bergpredigt ist dementsprechend auch nachlesbar die Prophezeiung Jesu, die ich immer wiederhole, weil sie so wichtig ist, dass er diejenigen Übeltäter schimpft, die tatsächlich im Leben in seinem Namen gehandelt haben und ihn vergöttlicht haben. So sagt er demjenigen, den Fragenden, Meister, guter Meister, wie kann ich ewiges Leben erlangen? Die erste Voraussetzung, um ewiges Leben zu erlangen, nenne mich nicht gut. Gut ist nur Gott allein, und da er nicht Gott ist, weiß er dies von sich. Der Islam hat das erste Gebot inne. Das, was Jesus als das allerhöchste Gebot verkündet. Höre, o Israel, höre, o Israel. Das allerhöchste Gebot. Diene Gott allein. Liebe Gott mit all deinen Sinnen allein. Und geselle ihm nicht bei. Die Menschen kritisieren etwas, wo sie meinen, dass sie es kritisieren und namentlich benennen. Dabei ist es etwas ganz anderes. Es ist nicht der Islam, den sie kritisieren. Es ist nicht der Koran, den sie kritisieren, sondern sie kritisieren ihr selbstgemachtes Klischeebild. Und sie kritisieren eine Randgruppe innerhalb des Islam, der den Islam derart zweckentfremdet hat für eigene Zielsetzungen. Und am Anfang dieses Vortrages habe ich gesagt, dass es im Koran eindeutig drinsteht, dass die Pluralität der Gesellschaften und Religionen Gott gewollt sind. Und dass es keinen Zwang geben darf bei der Verbreitung der Religion. Gleichwohl warnt und ermahnt Gott, dass wer die Botschaft nicht annimmt, aber dafür muss man auch an diese glauben, dass der im Jenseits bestraft wird. Wenn man aber sowieso nicht daran an diese Botschaft glaubt, so kann man auch nicht an die Strafe glauben. Und dementsprechend ist man zwanglos ungläubig, muss aber wissen, auch wenn man nicht daran glaubt, dass die Wahrheit nun mal darin besteht, dass man für diese Entscheidung für den Unglauben bezahlen wird im Jenseits. Darunter liegt kein Zwang, sondern das ist ganz einfach eine Folge der gewählten Entscheidung, vor der Gott gewarnt hat. Und Gott hat eindeutige Beweise gegeben. Nur die Ungläubigen wollen diese Beweise nicht sehen. Kurzum, die Islamdebatte und der Islamkritik
eine Farce, denn es geht nicht um den Islam, es geht um Unwissenheit.